Zusammen. Ich habe wieder Pakete von Brandnus erhalten. Eine davon ist die Gratis-Box, weil ich Produkte verwendet habe. Und eine ist die Januar-Box. Packen wir mal die erste Box aus und schauen, welche Box das ist. Direkt auffällt, ist diese Sache. Es sind zwei zusätzliche Produkte dabei, die bald ablaufen. Und Brandnus will nicht, dass sie in den Müll gehen. Sehr vorbildlich. Also, das ist die normale Januar-Box. Jetzt zeige ich euch den Inhalt. Produkt Nummer 1, Lindt Lindor Cheesecake Schokolade. Mega lecker. Produkt Nummer 2 von Wawi Trinkschoko, auch mega nice. Produkt Nummer 3 war schon 100 Mal in der Brandnuss drinnen, nicht wahr, Jago? Ja! Also, Rosemary, Wasa, Snacks, wie auch immer. Produkt Nummer 4, Veggie Hack, nice. Produkt Nummer 5, Proteinbar Extra Chocolate vom Foodspring. Produkt Nummer 6, Bio-Würz-Rahmgeschnetzeltes, okay. Produkt Nummer 7, Kiwi-Ananas-Drink von Gannick. Kenne ich gar nicht, aber schaut interessant aus. Produkt Nummer 8 und 9, so kleine Mozart-Marzipankugeln. Produkt Nummer 10, Vitalis-Beeren mit Sporridge. Gut. Produkt Nummer 11, Capri-Sonne-Bubbles mit Kohlensäure. Lecker. Produkt Nummer 12, von Jim Beam Bourbon-Spritz. Produkt Nummer 13, Miracle Whip mit 40% Joghurt. Somit ist das der Inhalt. Haku Jago, könnt ihr mal bitte zur Seite. Oh, das ist der Inhalt. Nice.